Hey Leute, ich bin's wieder. Der lustige Mann aus dem Internet. Wir schauen uns heute die besten Google Play Store Games an. Und mit besten meine ich nicht die besten, sondern ganz schrecklich schlimme Games. Wir fangen an mit dem guten Fat to Fit. Jesus. Jesus. Oh, und dann frisst man, sie frisst eine Gurke und wird dünn. Vitamine in mein Ass, dann wird man dünn. Machen Sie sich fit zu gewinnen. Vermeiden Sie diese schmackhaft, aber Bad Burger. Ernähren Sie sich von Gurken und die Hindernisse durchkommen. Alles klar, Alter. Endlich sagt mal jemand, Alter. Let's go. Die wollen alles haben. Ich bin über 16. Warte mal, ich guck nochmal. USK 0. Naja, also ich meine, man kann es ja mal versuchen, ne? Oh, shit. Okay. Wir haben Gurken gefressen. Kein Problem, Alter. Easy, gell? Jesus, ich bin richtig chunky geworden. Wie viel Werbung ist da drin? Das ist ja nur Werbung. Du hast gewonnen. Nächster. Okay, wir haben verstanden. Gurke macht de dünn. Der Burger macht de dick. Springt automatisch. Direkt zwei Burger gegessen. Das darf nicht passieren. Jetzt müssen wir klettern. Funktioniert das mit dem Abnehmen wirklich so? Muss ich da irgendwas machen, um da durchzulaufen? Muss ich dick sein, um durch Glasscheiben zu laufen? Das ist eine gute Message. Und dünn wird man, wenn man eine Gurke isst, natürlich. 3,8 Sterne von 8000 Bewertungen. Wie hat es denn so viele Bewertungen bekommen? War sie ja so gut. Wir laufen mal mit dem Typen, weil die Frau haben wir jetzt gesehen. Ja, schön abnehmen. Nice. Und direkt Muskeln bekommen, weil so geht das. Zack, ein Burger. Jo, Mann, Alter, gar kein Ding hier. Was ist das für ein Spiel? Oh, und ich darf eine Werbung sehen. Na, danke, Alter. Okay. Riss. Nix da. Oh nein, ich bin zu... Jesus, Alter, er trinkt, weil er dick ist. Natürlich. Ich muss wieder Werbung sehen. Okay. Nicht den Burger. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Burger, um da durchzuballern. Ist Body Shaming. 4 von 5 Sterne. What? Das Bild, was da von dem Körper vermittelt wird. Weiß ich jetzt nicht. Gesunde Ernährung. Gurke essen ist ein bisschen wie Wasser trinken. Big Bad Monkey. Wenn sie jemals zu sein, ein riesiger Affe geträumt, die Autos zertrümmert, frisst Menschen und kann so viel Zerstörung tun, wie sie wollen. Klingt geil, Alter. Die haben 800 Mal das gleiche Spiel rausgebracht. Cool. Entschuldigung, ist nur eine Allergie. Ach, guck mal. Ich nehme den jetzt mit, Alter. Das ist meine Beute. Ach du Scheiße. Timmy, geht's dir gut? Ich hab Timmy gegessen, Alter. Timmy, er war wie ein Vater für mich. Nee, das macht nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Oh, nächstes Spiel. Ihr kennt doch diese Werbung, wo dieses Rätsel schaffen Sie nie steht oder retten Sie die Prinzessin. Und es ist einfach so wirklich für absolut gehirnamputierte Menschen gemacht, dass das jeder schaffen würde. Es gibt endlich ein Spiel, was diese Werbung als Spiel hat. Pencil Boy, Pencil Mansion. Wie man plündert und den Stift zieht. Zieh ihn raus. Da muss ich ihn erstmal für reinstecken, Alter. Unser Spiel ist extrem einfach und leicht zu verstehen und hat viele attraktive Spielmodi. Ist das jetzt irgendwie Verkaufsargument, dass dein Spiel einfach für Idioten gemacht ist? Testen Sie Ihren IQ-Score mit Hero Rescue. Erstaunliche Grafik. Ich meine, über erstaunlich kann man sich jetzt streiten, wenn man will, ne? Leute, Alter, wirklich, also es gab schon viele Tests in meinem Leben. Ich habe Abitur geschrieben, Alter, im Studium war es auch nicht einfach, aber das hier ist zu krass. Der erste Artikel im Grundgesetz, die Würde eines Menschen ist unantastbar, wurde hier beleidigt. Ja, Sieg! Sieg über das Dummheit. So, geil, next. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? IQ 81,91. Das Spiel hat mich beleidigt, Alter. Ich bin nicht dumm. Bin ich dumm? Ja, Alter, dann hau dem jetzt aufs Maul. Hallo. Hau dem auf die Fresse! Wer hat den umgebracht? Ich muss jetzt 26 Sekunden lang der Werbung schauen. 26 Sekunden, Alter! Das fühlt sich an, als würde mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen. Naja, nichts verpasst. Ist wieder Zeit nachzudenken. Das Gehirn muss angestrengt werden. Was passiert, wenn ich sie verbrennen lasse? Was ist, wenn ich ihn verbrennen lasse? Der ist tot. 83,05. Mein IQ ist gestiegen. Um bestimmt 18 Punkte. Was sind denn das für Level zwischendurch? Das ist eine Beleidigung. Das würde eine Taube hinkriegen. Oh mein Gott, wie viel Werbung. Was haben wir noch? Sieht actually aus, als könnte es Spaß machen. Das ist mir zu gut. Partner-Yoga ist ein lustiges Spiel. Naja, das werden wir ja sehen. Ab wie vielen Jahren ist das? Ab 0. Ist da Werbung im Spiel drin? Alles klar. Tap to finish. Tipptopp. Oh
Okay, halt die Fresse. Das will ich spielen. Oh, no. Oh, no. Wirklich, der Play Store ist einfach so ein Ort, wo du nicht hin willst. USK ab 6, 3,4 Sterne, mehr als 1 Million Downloads. Lassen Sie uns unter verschiedenen Bedingungen gut schlafen. Damit hat man mich grundsätzlich schon abgeholt, weil ich schlaf scheiße. Ja, ja, hier bitte, nimm alles von mir, bitte. I love it. Alter, hier erstmal das Hemmnis streicheln. Es muss sich auch gelohnt haben, dass man bei Ikea einkaufen war. Dann jetzt erstmal den Wecker. Hey. Level completed. Ich bin in Koma gefallen, Alter. I'm late to work. Okay, rein und rein und Tür zu. Junge, geh in die U-Bahn rein! Oder willst du raus? Willst du raus? Ah, sie wollte raus! Wie viel Werbung werde ich heute sehen? Das ist wirklich der Bodensatz. Das ist das, was übrig bleibt, wenn du durch den Play Store gehst. Oh nein! Oh nee, die Katze, Alter. Was mache ich mit der Katze? Was habe ich da in der Hose? Ist da meine Zahnbürste in der Hose, Alter? Oder ist das mein Schnippel? Alter, was tut er? Alter, ich gebe der Katze so einen richtigen Roundhouse-Kick auf die Katze drauf, Alter. Was tust du? Warum würde er seine Katze aus dem Bett schmeißen? Next! Ist das dieses USK 6? Geile Werbung auf jeden Fall. Mega! Irgendjemand von der USK muss dieses Video sehen. Oh, der Zug kommt, glaube ich. Und jetzt schlafe ich da? Hä? Oh nein, der Staubsauger an. Jesus, das ging schnell. Ich bin ja übel hochbegabt, ne? Next! Ja, das Game hat mich jetzt auch überzeugt, muss ich sagen. Brain Puzzle, Tricky IQ Riddles. Was? Was war das für eine Werbung? Die hat sich schon ausgezogen, Alter. Was ist hier los? Warum darf man denn so Werbung für ein USK 0 Game machen? Das ist doch scheiße, oder? Hä? Ich verstehe gar nichts. Ja, ja, ihr dürft wieder alles. Nehmt bitte unbedingt auch noch meine Kreditkartennummer, wenn ihr wollt. Find the Bebe. Ich habe in Biologie wohl die ein oder andere Stunde zwar nicht geschwänzt, aber mit Augen zugenossen. Oder mit Hirn zu. Dann wiederum ist mein IQ nur auf schätzungsweise 83. Komm mal irgendwas. Das ist ein Problem. Where is her glasses? Hilfe. What the fuck? Brain Puzzles. Ja, hier. Kriegst einen Stern. Nö. Nee. Nein. Nein! Mm-mm. Muss ich hier wieder meine Seele und mein Erstgeborenes? Ja, klar, verkaufen. Nehmt es einfach alles. Ich liebe das. Ich finde übrigens, Pole Dance ist übel krass, wo du einfach die absolute Körperkontrolle brauchst. Aber hier muss man swipen. Das ist natürlich auch schwierig. Mm-mm. Don't. Game. Deep Clean Ink. Mehr als 10 Millionen Downloads. Alter, die Karre ist wirklich dreckig, ne? Das ist ja jetzt erstmal ein Spiel. Ich muss hier richtig mit dem Schlauch rein. Corona. TikTok braucht keine Werbung mehr. Der Rücksitz von Maxim Markov, Alter. Weg damit. Was ist dieses Spiel, Alter? Das ist ein ganz anderes Level an fucking weed. Alter. Alter, riecht Brokkoli drin. Was soll denn das? TikTok-Werbung. Cool, Alter. Hab ich ja noch nie gesehen. Wie viel Werbung werde ich heute noch sehen müssen? Ist das hier noch ein Spiel, Alter? Wow, ist das sauber, Alter. Oh, hau den Teppich. Ja, ich bin nicht mehr normal, Alter. Bitte, lass mich aus dieser Werbung raus. Dankeschön. Alter, guck mal, hier ist Katzenkacke. Und TikTok-Werbung, na, ich meine, wohin mit der Kacke, Alter? Achso, ich soll die Krümel da durchfallen lassen. Nice! Das ist das Game, wo man Sachen macht, auf die man keinen Bock hat, oder was? Ich habe Abwasch gemacht. Ich meine, wir haben ja in der Werbung einen ähnlichen Clip gesehen, oder? Aber wo ist denn die Frau? Wo ist die Frau? Wo ist die Frau? Ich glaube, die haben gelogen in der Werbung. Letztes Game, Alter, sonst werde ich absolut wahnsinnig. Dein Make-up. Honey, I need a lipstick. Let's make it. Ich mach dir einen Lippenstift, Alter. Hier, du kriegst da einen Stift. Und jetzt gucke ich mir eine Werbung an. Natürlich rein, Kokosöl, immer mehr, immer mehr. Das ist doch kein Lippenstift. Lipgloss. Oh. Scheiße, jetzt muss ich Werbung gucken. Nein. Nee, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht. Honey, I need a face mask. Wir packen rein. Eine Gurke. Gurke ist gesund. Rein damit. Ein in... Jetzt gucke ich mir eine Werbung an. Gurkenmaske. Tap to extract. So, die kriegt jetzt einfach... Scheiß Gurkenface, Alter. Rein. Was habe ich angegriffen? Alter, da kam alles ab. Gurke hat... Gurken... Da ist es, Alter. Leute, ich hab's euch gesagt. Gnu hat dran gezweifelt. Ich hab dran gezweifelt, aber nein. Gurke rettet den Leben, Alter. Gurke... I don't know. Das hat mich traurig gemacht. Bitte gebt mir ein Like, Alter. Ich will sterben. Und wenn ihr noch Spiele als Vorschlag habt, dann bitte geht einfach.